Hallo zusammen und willkommen zurück hier bei Far Cry Primal. Oh Mann, wir machen direkt weiter. Und jedes Mal muss ich irgendwie kurz durchatmen, es ist einfach super. Jedes Mal wieder hier zurück in der Welt zu sein. Es ist, was einem wohl auffällt, das muss man schon betonen, dass die Handlung hier in Far Cry Primal sehr in den Hintergrund tritt, oder? Fällt euch das auch auf? Überwiegend dominiert hier natürlich die, wie ich finde, wunderschön gestaltete Spielwelt. So, da wollen wir hin, da wollen wir hin. Von hier aus am besten. Von hier aus hier rüber. Ja, machen wir das so. Also die Spielwelt ist wirklich... Ah, Oros. Ich habe mich verliebt. Ich habe mich verliebt, und zwar in Oros. Aber okay. Wir wollen zusehen, dass wir hier jetzt erstmal die ganzen Aufgaben erledigen. Stimmt, das war ja sogar der Außenposten hier, den wir eingenommen haben. Darf ich auf deinen Rücken, mein Lieber? Dankeschön. Also echt eine super Fähigkeit. Die einem die Distanzen dann wirklich deutlich schneller überwinden lässt. Okay, da oben ist eine Jagdaufgabe. Jetzt ist die Frage, was machen wir zuerst? Wir reiten jetzt einmal hier im Kreis, wisst ihr das? Kurze Orientierung, wir reiten jetzt hier rum, nehmen das Leuchtfeuer mit, hier rum. So. Nicht mich angreifen, dankeschön. Weinende Steinkinder. Oh, gib mir die Aufgabe. Oh Gott. Bitte nicht mich töten. Uah. Oh Gott. Um Gottes Willen. Unser Blutfang ist sowas von tot. Uah. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, wir laufen besser. Ich glaube, wir laufen besser. Meine Güte. Seltenes Zweihorn. Darf ja nicht wahr sein. Okay, ja, die Jagdaufgabe wäre da. Machen wir dann später. Wir beenden jetzt erstmal hier unseren Rundlauf. Ich fand die Idee eigentlich ganz schick. Weg mit dir. Weg. So. Einmal schnell aufsteigen. Und weiter geht's. Meine Güte. Ich sag ja, hier in Oros keine 5-6 Meter, ohne dass irgendetwas passiert. Das ist echt... Jeder Ausflug ist spektakulär. So. Töte alle Gegner und entzünde das Leuchtfeuer. Klingt wieder so einfach, aber ihr wisst ja, dass wir oben wieder die Ziele erwarten werden. Die das Leuchtsignal nicht einfach so hergeben wollen. Okay. Stelle ist direktes Eingreifen, gar kein Problem. Oh, wie gut, dass sich die Hand sogar dahin hält, oder? Der Wahnsinn. So, plündern. Und Feuer brenne. Tja, so viel dazu. Und 13 von 16 ist auch schon eine schicke Quote. 300. Ist das die Maximalbevölkerung? Ich glaube schon, oder?
300. Wir bekommen auch gar keine Fähigkeitspunkte mehr. Also keine Erfahrungspunkte mehr. Na gut, na gut. Wenn dem so ist, dann ist dem so. Bestie heilen einmal, bitteschön. Okay, damit ist unser Dorf mit 300 Dorfbewohnern also tatsächlich an der Kapazitätsgrenze angekommen. So. Und dann einmal auch weiter hier in Richtung der Aufgabe, die sich auch gleichermaßen an einem neuen Ort verbirgt. Heulendes Grabmal. Erneut eine Isila-Kultstätte. Boah, es sieht so spitze aus, oder? Schaut mal. Oh Mann, aber okay, eine Aufgabe. Isila Shanti. Winch Osla Karsa Daharsh Tabal. Uizila Kwarwi Drauba. Uwinja Brashtar Lausha. Ja, okay. Das klingt gar nicht so schwierig. Da oben. Vernichten. Und dann wahrscheinlich da, oder? Oh wei, oh wei. Aber okay. Erstmal hier die Maske, dann da der Ort. Und dann können wir von hier aus perfekt dahin gehen. Alles klar. Planung, Planung, Planung sollte funktionieren. Und da ist irgendwo die Maske an der Wand, ja? So, einmal außen rum und dann sollten wir die Maske sehen können. Runterfallen wir nicht so gut. So. Ich glaube, ich habe sie gerade sogar kurz aufblinken gesehen. Perfekt. 18 von 25. So, und dann da zur Ortschaft. Das ist einfach nur hier unten rüber und dann ist es da hinten auch schon das Dörfchen. Auf Wiedersehen. Oh. Und auf Wiedersehen. Und wen haben wir da? Oh. Noch ein Isila. Gar kein Problem. Alles unter Kontrolle. Und hier dieses kleine Fischerdörfchen ist dann wohl der Wegpunkt. Ertrinkende Hütten. Und das auch wieder hier mit dem Weizenanbau. Definitiv Isila, oder? Es sind Zivilisten. Da machen wir nichts. Okay. Gut, dann wie gesagt, sollten wir von hier aus... Ja, wobei wir können einfach da hochreiten. Das ist auch nicht viel weiter. Machen wir auch. Wie gesagt, Zivilisten lassen wir am Leben. Und weg hier. So. Ich liebe Oros. Ich liebe Oros. Ich liebe Oros. Ich glaube, ich bin wieder zu weit, oder? Ja, ich bin zu weit. So. Und dann ist es tatsächlich nur noch das eine Tal. Denn im Nachhinein, das Tal der Isila ist ja genau wie das Tal der Udam. Ich vermute mal, da wird sich dann das große Finale der jeweiligen Stammeskonflikte ereignen. Dann müssen wir theoretisch nur das Tal mit dem guten Wolf, mit der Wolfsjagd erkunden, erobern, erforschen. Das ist ja echt der Wahnsinn. Bin ich hier richtig? Ich bin hier richtig. Nicht ertrinken.
Oh, um Gottes Willen, ich glaube, unser Tiger ist gerade fast ertrunken. Weg da. Joa, das ist schon ein ganz schön knapper Felshang hier, den wir langlaufen, aber okay, tut mir leid, mein Lieber. Blutfang, aber hier geht's nur alleine für mich weiter. Und ihr müsst zugeben, dass es wirklich der Wahnsinn ist. Ihr müsst zugeben, dass es der Wahnsinn ist. Pure Tanninberge. Hier holen sie, glaube ich, die Steine her. Und lasst mich raten, hier müssen wir gleich die Aufgabe durchführen. Man sieht mal, wie sie transportieren mit Stämmen. Kennt man ja, dass man Stämme unten drunter legt, ist eine Art obligatorische Rolle. Sehr interessant. Ich sage ja, die Kultur der Isida ist auf jeden Fall die fortschrittlichste. Dieses Gebiet wird von einem feindlichen Stamm kontrolliert. Finde ihr Lager und brenne es vollständig nieder. Okay. Feuer, Feuer, Feuer. Autsch. Oh. Boah, da hat der mal einen Schuss in den Hals bekommen. Oh Mann. Brennen, brennen, brennen. Alles muss brennen. Man kann die Gegner auch mit Feuer töten, das ist ja sehr interessant. Seht ihr das? Aua. Hört auf damit. Es dauert recht lange, aber es funktioniert. Oh. Echt viele Gegner mal wieder. Renne! So, wir plündern schnell. Waren ja letztlich doch recht viele, die wir getötet haben. Renne! Oh,
Autsch. Lösche das Feuer. Wir müssen doch irgendwas verbrennen. Hier, ein Holzlager. Renne. Und weg hier. Oh Mann, oh Mann, Leute. Nee, das war's. Weißt du was? Lass es gut sein, mein Freund. Ihr habt verloren. Seh es ein. So. Kaba-Klinge Außenposten. Unser nächstes Anlaufziel. Und ihr wisst, Außenposten zu erobern ist inzwischen auch nicht mehr das Einfachste. Da haben wir aber ein Massaker angerichtet, oder? Naja, gut. So, ein Außenposten. Das heißt, wir müssen uns ein wenig mehr konzentrieren, denn die sind ja dann doch ein bisschen schwieriger als die bloßen Aufgaben. Vor allen Dingen auf das Bollwerk der Isila freue ich mich und auf den Gegner, der da am Ende warten wird. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. So. Das waren Tobsuchtbomben. Ich glaube, wir haben hier ein sehr großes Chaos angerichtet. Der Bär ist frei. Die Tobsuchtbomben. Die Zivilisten fliehen schon. Oh nein, da kommt die Verstärkung. Verstärkung ist aber nicht schlecht. Der brennt hier alles an, der Idiot. Oh Gott, oh Gott. Runter von deinem Thron da oben. Nein. Boah. Da war ein bisschen Glück mit dem Spiel. Und auf Wiedersehen. Oh Mann. Perfekt. Kaba-Klinge Außenposten. 14 von 15. Was sagt man dazu? Sie ist echt inzwischen ein richtiger Profi hier, kann das sein? Und hier haben wir dann jetzt auch unser eigenes Quartier. Und seht mal, auch das Regalsystem. Es ist alles so fortschrittlich. So faszinierend, wenn ihr mich fragt. Es ist echt der Wahnsinn. Der Wahnsinn, der Wahnsinn, der Wahnsinn. Ich bin echt fasziniert. Die Wachtürme, sowas ähnliches haben wir zwar auch schon bei uns im Dorf, aber
Es wirkt alles so fortschrittlich. Auch der Anbau, sie scheinen ja wirklich Weizen anzubauen. Das ist auch noch so etwas, was ich so faszinierend finde. So, hier ist das Steinchen. Da ist die Maske. So. Okidoki. Dann haben wir da einen Ort. Da eine Aufgabe. Befreiung. Vielleicht ist es ja sogar hier an der Höhle. Das wäre mal wieder super. Oh Leute, es macht so Spaß. Ich sag's euch. Es macht so Spaß, einfach hier durch die Gegend zu schlendern. Es ist unglaublich. Vielleicht bin ich auch ein bisschen leicht zu beschäftigen oder leicht zufriedenzustellen, aber es macht mir so viel Spaß, hier durch Oros zu streifen, die Gegend zu erkunden und einfach nur diese unglaubliche Präsentation auf mich wirken zu lassen. So. Ja, wir entdecken erst den Ort. Autsch, das war blöd und mein Fehler. Und die Lichteinstrahlung. Ach Mann, oh Mann. Schon wieder ein Grabmal. Hier dominieren wirklich die Grabmäler, oder? Oh. Oh Mann. Aber okay. Ach, und die Sonne geht schon wieder auf. Super. Wir wollen uns mit der Aufgabe beschäftigen, die hier hinten auf uns wartet. Wenn ihr werden gezwungen, Steine für die Siedler abzubauen, befreie die Gefangenen. Ah ja. Ich werde mein Bestes geben und hoffe vor allen Dingen, dass alle am Leben bleiben. Wir laufen mal außen rum. Lass die Gefangenen am Leben. Da oben ist noch einer. Oh Mann, das lief jetzt nicht ganz so gut. Zwei sind leider gestorben. Bekommen wir einen Fähigkeitspunkt dafür? 14 Stück schon wieder. Lief jetzt nicht ganz so gut. Die waren hier echt in diesem Kessel eingesperrt, in diesem Talkessel. Oh Mann, tut mir echt leid. Okay. Hier geht's also in die Höhle. Gut zu wissen. Ein abgebrochener Speer.
Hier haben wir schon die Hand. Okay. Und dahinter die Höhlenmalerei. Man darf da bloß nicht zu lange dran stehen bleiben. Merkt ihr das? Dann brennt man direkt. Aus. Aus. Ich würde gerne pusten, aber das hört sich für euch sehr unschön an. Wölfe, die auf der Jagd sind. Blödes Feuer. Raus hier. Höhle vollständig. Na komm her, wenn du dich traust, ja? 20 von 22. Meine Güte, diese Bären. Ja, da. Dann müssen wir eigentlich diesen Knick machen. Bis da, dann haben wir die Aufgaben da alle geklärt. Ja, komm nur. Komm. Also viel dazu. Komm nur. Ja, traut sich nämlich einer doch nicht. Und wenn doch, dann endet das Ganze so. Mann. So. Grünblatt können wir gut gebrauchen inzwischen. Oh Mann. Das war ja was. Das war ja wieder was. Wir rufen mal unseren guten Blutfang. Und nehmen mal ganz kurz hier alles mit, was wir bekommen können. Und stellen alles her, was wir gebrauchen können. So. Hallo Blutfang, ich darf doch, oder? Dankeschön. Und auf geht's. Querfeldein über Berg und Tal. Tut mir leid, meine Freunde, aber... Oh, hoppla. Aber, wollen Nashörner sind mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Von Nashörnern habe ich echt richtige Angst. Ja, ich bin aus Versehen außen rum geritten. Einmal hier rum. Oh, es sieht so super aus. Grab am schlafenden Hügel. Wo ist denn hier ein Grab? Okay. Ich sehe kein Grab. Eigentlich müssen wir jetzt so laufen. Bis dann haben wir da um die Ecke komplett fertig. Bis auf das Bollwerk, aber das kommt ja später. Machen wir auch, oder? Jetzt ist der kleine Umweg, hier in den Winkel reinzureiten, aber dafür haben wir dann, wie gesagt, hier alles fertig. Dann werden wir beim nächsten Mal von da auf jeden Fall die Aufgabe erledigen. Schütze, die werden hier vor den Angreifern, das machen wir. Ja, wir werden da dann auf jeden Fall beim nächsten Mal machen. Garantiert. Ich höre die Kriegshörner. Ich würde gerne noch ein paar Gegner anzünden, wisst ihr das? Schon verrückt, oder? Denn es gibt dafür auch noch einen Erfolg übrigens, 10 Gegner mit Feuer zu töten. Boah, ist das grausam, oder? Ist das grausam? Autsch. Ja.
renne. Renne. So. Beschütze die Venya. Ja, ich bin dabei. Ich gebe mein Bestes. Ah, der liegt ja ein bisschen gefährlich. Renne. Kann der brennen? Ich weiß es nicht. Autsch. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Genug gespielt. Wir brennen ein bisschen, sehe ich gerade. Oh Gott, für den brauchen wir wieder einen Speer. Meine Güte, wie viel das wieder sind, oder? Meine Güte. Es reicht doch langsam, wir haben hier gleich den ganzen Stamm ausgelöscht. Ah, der Säbelzahn hilft uns. Oh, oh. Oh, was ist hier los? Alles brennt über Leichen. Meine Güte. Wir plündern ein bisschen. So. Was wir gut gebrauchen können, ist Grünblatt. Immer noch. Jede Menge Grünblatt. So, jetzt aber auf in Richtung des Wegpunktes. Das ist aber schön hier. Ach, da kann man einen Kletterhaken anbringen. Ich verstehe schon. Okay, außenrum. Ein richtig kleines Paradies. Hier geht es nach oben. Aber wohin? Ah, ich sehe schon. Und hier nach oben. Okay. Okay. Ah, okay. Alles klar. Ja, die Wege sind nicht immer ganz so offensichtlich. Wie man vielleicht vermuten würde.
Und ab nach oben. Die Maske. So. Perfekt. Dann haben wir da noch eine Deisha-Hand. Und können uns hier vielleicht sogar... Ah, Moment, das... Das geht, oder? Klar. Boah, das war aber sehr flach. Also da wäre ich nicht reingesprungen. Da wäre ich aber nicht reingesprungen. Oh wei, oh wei. So, hier laufen wir am besten einmal oben... oben rum. Geradeaus durch, dann müssten wir da sein. Und wie gesagt, dann haben wir hier den Winkel tatsächlich fertig erkundet. Das ist echt der Wahnsinn. Oh Gott, das Bollwerk. Da habe ich echt ein bisschen Angst vor. Da habe ich echt Angst vor. So, das hätten wir. Dann gibt es hier noch einen Ort. Eine Tötenaufgabe. Drei Aufgaben noch. Nur noch, muss man beinahe sagen. Meine Herren. So. Und dann haben wir tatsächlich hier das ganze Kerngebiet erkundet. Seht mal. Wie gesagt, hier oben noch der Bereich der Udam. Hier der Bereich der Isila. Und hier noch das letzte Tal. Es tut mir aber beinahe in der Seele weh. Ihr wisst, es macht mir unglaublich viel Spaß. Und langsam hat man so, habe ich so das Gefühl, als würden wir das Ende erreichen. Eigentlich schon seit wir, ja, die ganzen Updates freigeschaltet haben. Winja Marwabi, Izila Guani Naman Hinacha, Usa Waida Nu Izila Daicha, Masi Marwa Yaudamas. Okay. Aus der Ortschaft hier also. Schweine-Sikari-Lager. Toller Name. Oh Gott, hier sind direkt zwei Aufgaben, direkt beieinander. Ein seltener Rothirsch, der kann auch gerne da bleiben. Was haben wir denn hier? Zwei Venya haben sich im Isila-Territorium verirrt. Suche sie, befreite Venya, sie schließen sich dem Dorf an. Suchen und retten. Okay, die Fährte wird aufgenommen. Das dürfte ja gar nicht so schwierig werden, oder? Theoretisch zumindest. Meine Güte, meine Güte. Immer noch schwierig. Die Sila ist auch wirklich flink und schnell und einfach gefährlich. Herz und Kopf, habt ihr das gesehen? Auch nicht schlecht. Oh nein. Wantar Marwa Winjataga. Sonnenläufer. Verschwinde. Verschwinde. Er wollte es auch nicht anders. Wir beeilen uns lieber. Wisst ihr was? Ich kann auch euch... Autsch! Auch ganz anders erledigen. Wenn euch das lieber ist. So.
Wir plündern, was das Zeug hält. Okay. Suche nach dem Vanya-Jäger, der die Isida tötete. Aber auch der ist wirklich schwer verwundet. Oh nein. Oh doch. Perfekt. Gebiet gesichert, sprich mit dem Venya. Oh Mann, oh Mann. Gut gekämpft. Wow. Zensieren, zensieren, zensieren. Such und retten Erfolg. Na, das ist ja was. Stammeskonflikt töten. Ich würde sagen, Leute, das ist eine Aufgabe fürs nächste Mal, oder? Oder? Die machen wir noch. Die eine machen wir noch. Dann können wir uns beim nächsten Mal um die letzte Aufgabe hier kümmern. Eine Jagd. Und dann können wir uns tatsächlich mit unserem guten Da beschäftigen. Bevor wir dann hier dieses Tal erkunden werden. Aber erstmal die eine Aufgabe hier. Beim nächsten Mal dann die Jagd, dann da. Und dann wartet das letzte große Tal vor den großen letzten Gebieten auf uns. Echt erschreckend, oder? Es ging dann gegen Ende doch auf einmal echt schnell voran. Feine Wollnashörner. Oh Mann, schnell weg hier. Okay, Stammeskonflikt töten ist ja auch immer eine recht einfache Aufgabe. Zumindest sollte das nicht allzu schwierig werden, wenn ich mich gut anstelle. Und dann warten wahrscheinlich auch im letzten Tal nochmal einige Aufgaben auf uns, aber auch die werden uns natürlich nicht aufhalten. Isida-Priester töten Venya als Blutopfer, töte ihre Anführer und durchsuche ihre Leichen. Okay. Dann wollen wir mal. Rache für die Blutopfer der Venya. Das war nicht geplant. War jetzt wahrscheinlich nicht die beste Lösung, da schon die Eule einzusetzen, aber... Es hat funktioniert. Ach, wie gemein. Da war es zu eng drin. Darf ja nicht wahr sein. Da war der aggressive Weg nicht ganz so gut. Weil zu eng. Schade. Schade, schade. Wäre auch zu einfach gewesen, oder? Da so reinzustürmen. Wäre auch zu einfach gewesen. So, das schnelle Vorgehen fand ich aber eigentlich ganz gut. Denn so konnten wir sie auf jeden Fall gut überraschen, bevor sie irgendwelche Leichen gefunden haben. Na, geht er doch hoch, Taka. Na, meine Güte. So. Thank you. Tokyo is hard!
Okay. Dann sollten wir uns hier ganz schön aus dem Staub machen, oder? Horrortrip. Lasst euch gerne. Schnell raus hier. Uah. Um Gottes Willen, ich sehe nichts. Boah. Oh Gott, wir haben uns mit der Tobsuchtbombe erwischt. Seht mal. Oh. Um Gottes Willen. Okay, wir haben es geschafft. Meine Güte. Damit wartet beim nächsten Mal nur noch die letzte Jagdaufgabe hier auf uns. Bestien töten. Ja, da würde ich sagen, Leute, das war's hier erstmal grob mit dem östlichen Tal. Beim nächsten Mal geht es dann weiter, wie gesagt, mit der Jagd und dann mit da, bevor wir uns dann tatsächlich hier dem letzten großen Tal widmen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich schon aufs nächste Mal hier mit Far Cry Primal und sage, bis dann aus Oros. Ah!